So, da bin ich wieder, und zwar jetzt mit einer anderen Perspektive. Was mit denen? Was ist mit diesen Wellensittichen? Immer dieses Theater. Hey, rüber. Was soll ich machen? Ich krieg die Krise, die wollen diese Tapete essen. Egal, so. Jetzt gerade hat mein Bruder mir seine Kamera gebracht, der macht ja auch YouTube. Und hatte meine Speicherkarte und ich konnte nicht filmen mit der Kamera, deshalb musste ich die ganze Zeit mit meinem iPhone filmen. Aber die Qualität ist natürlich tausendmal besser. Machen wir jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar war das meine Foundation, habe ich euch ja gezeigt. Und jetzt bin ich momentan mit meinen Augenbrauen so auf dem Tick, dass ich es total schön finde, wenn die so perfekt aussehen, als wären die mit, keine Ahnung, permanent Make-up nachgestochen. Und ja, deshalb mache ich das mit wie so ein. Das ist wie so ein Fineliner, wenn ihr das seht. Und zwar ist das vom P2, das gibt es gar nicht mehr, P2 die Marke. Aber ich habe ihn gefunden in meinem Schminkkram und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal wieder aus. Und es gefällt mir sehr gut. Eine Zeit lang fand ich das gar nicht schön. Jetzt gefällt es mir wieder. Und ich mische die Farbe auch mit, das ist jetzt neu von Essence. Das ist mit dieser ganz, ganz dünnen... mit der ganz dünnen Spitze, wo man so ganz fein nachmalen kann. Und dann fülle ich mir praktisch einfach hier nur die Lücken so damit auf. Oh, da sind noch ein paar. Ja. Und, ja, das ist von Essence. Die Farbe. Was ist das für eine Farbe? Light Brown. Hier steht's. Kann man es lesen? Da steht. Oh, Kamera ist hier. Light Brown. Ja, so sieht dieser Stift aus. Ich glaube, der kostet um die 2 Euro. Ja, kann man investieren und ich mag das. Und von denen gibt es auch noch andere. Ich hatte mir jetzt einen von Essence geholt. Das war der hier. Das war die Farbe Blond. Aber irgendwie, der ist zwar sehr, sehr schön dünn, aber irgendwie malt der nicht. Also wenn man sich vorher geschminkt hat und dann nachmalen will, malt dieser P2. Der malt perfekt nach, aber der verliert die Farbe und das finde ich kacke und ich glaube, ich habe 3 Euro dafür bezahlt, dafür, dass er jetzt eigentlich in den Müll kann. Ja, und dann habe ich auch schon meine Augenbrauen konturiert. Das mache ich auch sehr gerne. Nicht jeden Tag, aber einfach, wenn so Festtage sind, wo man ein bisschen schöner aussehen möchte, wo alles so ein bisschen dramatisch und krass aussehen soll. Dann nehme ich mir einfach hier so einen dünnen Pinsel. Den habe ich, glaube ich, bei Rossmann gekauft. Steht noch nicht mal was drauf, einfach so dünn, wo man auch mit, ja, praktisch unter der Augenbraue so hergehen kann. Und dann nehme ich mir immer von Fit Me einen Concealer, einen sehr, sehr hellen, der gar nicht zu meinem Hauttyp passt. Aber der ist halt praktisch dafür da, dass ich mir den hier auftrage. Ich habe was im Hals. Und, ja, und unter der Augenbraue so hergehe. Manchmal gehe ich auch über der Augenbraue, je nachdem, wie ich Bock habe. Und dann sehen die Augenbrauen einfach so schön in Shape aus und ja, das gefällt mir sehr gut. Ich zeige euch das einmal. Und das ist die andere Seite. So, da bin ich wieder und zwar jetzt mit einer anderen Perspektive. Was mit denen? Was ist mit diesen Wellensittichen? Immer dieses Theater. Hey, rüber! Was soll ich machen? Ich krieg die Krise, die wollen diese Tapete essen. Egal, so. Jetzt gerade hat mein Bruder mir seine Kamera gebracht, der macht ja auch YouTube und hatte meine Speicherkarte und ich konnte nicht filmen mit der Kamera, deshalb musste ich die ganze Zeit mit meinem iPhone filmen. Aber die Qualität ist natürlich tausendmal besser. Machen wir jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar war das meine Foundation, habe ich euch ja gezeigt. Und jetzt bin ich momentan mit meinen Augenbrauen so auf dem Tick, dass ich es total schön finde, wenn die so perfekt aussehen, als wären die mit, keine Ahnung, permanent Make-up nachgestochen. Und ja, deshalb mache ich das mit wie so ein, das ist wie so ein Fineliner, wenn ihr das seht. Und zwar ist das vom P2, das gibt es gar nicht mehr, P2 die Marke. Aber ich habe ihn gefunden in meinem Schminkkram und habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal wieder aus und es gefällt mir sehr gut. Eine Zeit lang fand ich das gar nicht schön, jetzt gefällt es mir wieder. Und ich mische die Farbe auch mit, das ist jetzt neu von Essence. Das ist mit dieser ganz, ganz dünnen, mit der ganz dünnen Spitze, wo man so ganz fein nachmalen kann.
Und dann fülle ich mir praktisch einfach hier nur die Lücken so damit auf. Oh, da sind noch ein paar. Ja. Und, ja, das ist von Essence. Die Farbe. Was ist das für eine Farbe? Light Brown. Hier steht's. Kann man es lesen? Da steht. Oh, Kamera ist hier. Light Brown. Ja, so sieht dieser Stift aus. Ich glaube, der kostet um die 2 Euro. Ja, kann man investieren und ich mag das. Und von denen gibt es auch noch andere. Ich hatte mir jetzt einen von Essence geholt. Das war der hier. Das war die Farbe Blond. Aber irgendwie, der ist zwar sehr, sehr schön dünn, aber irgendwie malt der nicht. Also wenn man sich vorher geschminkt hat und dann nachmalen will, malt dieser P2. Der malt perfekt nach, aber der verliert die Farbe. Und das finde ich kacke. Und ich glaube, ich habe 3 Euro dafür bezahlt, dafür, dass er jetzt eigentlich in den Müll kann. Ja, und dann habe ich auch schon meine Augenbrauen konturiert. Das mache ich auch sehr gerne. Nicht jeden Tag, aber einfach, wenn so Festtage sind, wo man ein bisschen schöner aussehen möchte, wo alles so ein bisschen dramatisch und krass aussehen soll. Dann nehme ich mir einfach hier so einen dünnen Pinsel. Den habe ich, glaube ich, bei Rossmann gekauft. Steht noch nicht mal was drauf. Einfach so dünn, wo man auch mit, ja, praktisch unter der Augenbraue so hergehen kann. Und dann nehme ich mir immer von Fit Me einen Concealer, einen sehr, sehr hellen, der gar nicht zu meinem Hauttyp passt. Aber der ist halt praktisch dafür da, dass ich mir den hier auftrage. Ich habe was im Hals. Und ja, und unter der Augenbraue so hergehe. Manchmal gehe ich auch über der Augenbraue, je nachdem, wie ich Bock habe. Und dann sehen die Augenbrauen einfach so schön in Shape aus. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Ich zeige euch das einmal. Und das ist die andere Seite. So, und als nächstes habe ich dann auch schon von diesem Concealer, der mir eigentlich zu hell... Ne, habe ich den genommen? Ne, habe ich nicht. Das lüge ich hier rum, ey. Ich habe den hier genommen. Von Essence Waterproof Tattoo Covering. Matt Concealer. Das habe ich mir schon mal ein bisschen unter die Augenbrauen... unter die Augen gegeben, damit ich nicht so müde aussehe. Ja, und jetzt zeige ich euch den nächsten Schritt. Also, nachdem wir unsere Augenbrauen mit dem Fit Me Concealer unter den Augen hergegangen sind, finde ich es eigentlich immer direkt schön, wenn man ein bisschen Lidschatten benutzt, vor allem jetzt auch für die Feiertage. Falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit da hingucke, hier steht ein Spiegel, damit ich sehe überhaupt, was ich mache. Ich habe immer noch keinen kleinen Handspiegel. Muss ich mir echt mal besorgen. Ja, auf jeden Fall liebe ich zurzeit diese Bronze-Ginger-Töne, wie man sieht auf meinen Haaren. Ja, und ich fange einfach mal damit an, dass ich hier so einen Lidschattenpinsel nehme und ich gehe dann hier in die helle Farben. Achso, das ist natürlich von Catrice, das muss ich natürlich auch noch zeigen. Das habe ich geschenkt bekommen und die Farben sind einfach richtig schön. The Spicy Rust heißt die Palette. Ich weiß auch nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Aber die hat halt diese schönen Bronze, Rottöne, Gingertöne drin. Und davon nehme ich halt diesen hellen hier oben und trage mir das jetzt aufs ganze bewegliche Lid auf. So, ich verteile mir das praktisch schön aufs ganze Lid. Auch nicht zu wenig Farbe nehmen. So. Als nächstes nehme ich dann hier so einen uralten Lidschattenpinsel und gehe dann, diese Palette habe ich auch mal von einer Freundin geschenkt bekommen, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Wenn man das sieht, das war mal von Maybelline. Aber ich liebe halt diese Farben und ich habe in meiner Schublade rumgecrossed und einfach mal geguckt, ob ich überhaupt noch was habe, bevor ich losgehe in DM und mir wieder neue Schminke kaufe. Und habe dann diese Paletten gefunden. Ja, und jetzt benutze ich die halt. Aber ich glaube, dass ihr solche Farben immer überall finden werdet. Ich gehe jetzt hier praktisch mit dem in diesen Goldton rein. Das ist wirklich so ein Gelb-Goldton. Und trage mir das jetzt hier vorne auf, also praktisch nur im Innenwinkel des Auges.
So, erstmal so ein bisschen. Ich liebe es einfach, wenn der Innenwinkel heller ist. Deshalb gehe ich auch immer hier vorne rein und trage mir das hier vorne auf. So, und dann... Irgendwas juckt mich. So, und dann nehme ich hier schon wieder unseren alten Pinsel. Ich stopfe den mal ein bisschen ab. So, den und gehe hier in diesen braunen Ton rein. So ganz wenig. Und dann gehe ich ein bisschen in diesen Bronze Ginger Ton hier rein. Und gebe mir das hier aufs äußere Lid. Irgendwie ist das schwer, sich so zu schminken. Ich weiß auch nicht. Im Badezimmer geht irgendwie alles einfacher. Ich bin auch jemand, der einfach sich drauf losschminkt. Also ich gehe selten irgendeinem Plan nach und sage, so, ich mache jetzt das und dies und das. Ich stehe im Badezimmer und denke mir, boah, das würde bestimmt gut aussehen. Und fange einfach an und ja, deshalb ist es manchmal ein bisschen kompliziert, hier genau zu erklären, welche Schritte ich gehe. Weil ich es einfach liebe, so kreuz und quer was Neues zu überlegen. Während des Schminkens fällt mir auch manchmal irgendwas ein, was ich mal gesehen habe und denke, boah, das probierst du mal aus. Und das ist ja eigentlich das Schöne am Schminken, dass man einfach kreativ sein kann und ja, sich einfach da ja, einfach keinen bestimmten Weg gehen muss und sagen muss, ja, genau so muss ich mich schminken. Ne? Also, ja. Das habe ich jetzt gemacht, das sieht man ja natürlich auch. So, und jetzt nehme ich diesen kleinen Pinsel. Ich fühle mich wie so, mit 13 haben wir diese Pinsel immer benutzt. Aber ich habe leider keinen hier. So, und dann gehe ich wieder in diesen Goldton. Ich gehe aber auch so ein bisschen fester da rein und tue es halt vorne in dem Innenwinkel. Dann gehe ich jetzt hier noch so ein Goldton, den benutze ich jetzt auch für den Innenwinkel. Nur für den Innenwinkel praktisch. So. Jetzt nehme ich mir mal wieder meinen Ton hier. Mein Ton, mein Pinselton. Und gehe hier in diesen braunen Ton und gehe dann wieder ans Äußere, damit das hinten so ein bisschen dunkler ist. Okay, jetzt fangen wir an und weil ich bin ja nicht so ein Fan von Lidstrichen, ne? Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das steht mir nicht. Ich fühle mich ja noch immer unwohl, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich so einen Tick, dass ich keinen Lidstrich mag. Ja, so, was wollte ich denn jetzt sagen? Ah, dann nehme ich hier mein Essence Mascara. Das hat so, der hat so eine ganz, ganz feine Mascara-Bürste und damit tusche ich mir jetzt meine Wimpern, um die vorzubereiten, weil ich klebe ja immer Lashes. Und vorher tusche ich mir halt immer meine Wimpern, weil ich finde, dass die Lashes dann einfach viel besser kleben und ja, dass die echten Wimpern dann mit den Lashes auch besser verbunden werden können. So, dann haben wir unsere Wimpern getuscht und ich nehme mir jetzt hier noch, das gab es auch mal in einer LE von Essence, das ist dieses Metal Shock oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ey. Aber das war mega cool. Das ist dieses Glitzer, was man sich so auf den Lid auftragen kann und dann auch so trocknet. Und ich habe hier die Farbe Stars and Stories. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, kann man Rosé sagen, Rosé Glitzer. Und das finde ich richtig schön, das trage ich mir jetzt im Innenwinkel auf.
So. Das haben wir jetzt auch. Und zwar, ich bin echt im Überlegen, ob ich mir einen Lidstrich machen soll. Auch wenn ich weiß nicht warum, ich mag es einfach nicht, ne? Soll ich das machen oder nicht? Komm, ich mache mir einfach einen Lidstrich. Also, dann nehme ich diesen Calligraphy Pro von Catrice. Da haben wir den, diesen Ton. Und der hat auch so eine schöne, feine Spitze. Ich kann zwar gar keinen Eyeliner ziehen, aber ich probiere es einfach mal aus. Und der ist super schwarz und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich muss halt nur einen guten Eyelinerstrich ziehen und das probiere ich jetzt mal. Leute, ich bin einfach ein Fail, was Lidstriche angeht, ne? Egal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stört mich. Egal, es ist eh schon passiert, es kann ich mir rückgängig machen. Also, ich suche gerade meinen Wimpernkleber. Hallo, wo bist du? Ah. Vor meiner Nase. Also da benutze ich den Duo, den schwarzen. Ja, und ich habe mir so Lashes bei Amazon bestellt mal. Die sind übelst heftig. Also die würde wahrscheinlich niemand anziehen. Außer ich. Aber ich finde die so cool. Also egal, ist ja auch nur für zu Hause. Sieht ja eh keiner. Und auf Fotos kommt das immer gut rüber. Versteht eh keiner, wie lang die Lashes sind. So, das sind so Monsterdinger, wie man sieht. Aber ich liebe sowas. Ja, und dann gebe ich mir den Kleber einfach hier drauf. Und lasse ihn ein bisschen antrocknen. Ich habe mir hier meine Wimpernzange genommen, um die Lashes ein bisschen hier zu knicken, dass sie nicht so das Auge runterhängen lassen. Oh, geh mal ab. Okay. So, und klebe das praktisch hier so am Wimpernkranz. Mache ich mir Kleber drauf. Oh, habe ich beide Seiten getuscht? Ja. Aber nicht beide Seiten. Eyeliner. Jetzt lasse ich den Kleber ein bisschen ziehen und mache auf der anderen Seite noch einen Eyelinerstrich. So. Und jetzt klebe ich meine Wimpern. Jetzt mal die richtige Seite finden. Ja. So, und praktisch, ich setze die einfach direkt so auf die Wimper auf. Ich guck mal eben im Spiegel. Und drücke meine echten Wimpern so dran, damit sie so einen Halt haben. Jeder hat irgendwie seinen eigenen Trick, was Lashes kleben angeht. Und das ist meine. Also, ich finde, dadurch halten die Wimpern und bleiben da, wo sie hingehören. Also, ich klebe meine Wimpern noch einmal am Tag und die gehen nie wieder ab, bis ich dann am Abend meine Wimpern wieder abmachen will. So lange halten die. Ich werde auch total oft gefragt von meinen Freundinnen oder Arbeitskollegen, wie ich diese Wimpern klebe, dass die einfach ja, so schön aussehen und mir nicht abgehen. Und das ist das einfach. Ich tische meine echten Wimpern darunter. Und weil sonst halte ich das bei mir auch nicht. Ich habe auch schon mal probiert, meine Wimpern nicht zu tuschen, weil ich mir gedacht habe, das würde meinen eigenen Wimpern bestimmt auch mal gut tun, wenn ich sie nicht tusche. Aber dann halten die künstlichen Wimpern bei mir nicht. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig. So, ich gehe jetzt ein bisschen noch mit meinem Eyeliner nach, weil ich noch ein paar Stellen gesehen habe.
So. Kann man so lassen. So. Jetzt nehmen wir uns wieder den Camouflage Concealer und geben uns den unter die Augen, um das Ganze ein bisschen aufzuhellen und auch so eine Base zu schaffen, weil ich möchte meinen unteren Lid noch mit Lidstrich und alles machen. Lidstrich. Okay. Ich bin im Stress, deshalb verliere ich die Worte. Hier nehme ich meinen wundervollen Beauty Blender, der schon seinen Kopf verliert. Und ich wollte den waschen und dann habe ich ihn zerstört. Das ist scheiße gelaufen, aber ich brauche ihn. So, und dann tupfe ich das mit so klopfenden Bewegungen ein. Schön auch in den Innenwinkeln. Und ja, gehe hier so hoch. So, dann nehmen wir uns, ich liebe es, wenn die Wasserlinie heller ist, damit das Auge auch noch größer erscheint. Davon nehme ich hier diesen Inner Eye Pen, der ist von DM, ja, aber von, ich glaube, das ist von Reval, nee, nicht Reval de Lobe, wie heißt diese Marke nochmal? Ah, die kommt mir doch so bekannt vor. Egal, das ist auf jeden Fall dieser Inner Eye Pen. Von Trended Up, jetzt habe ich es, ich habe doch erkannt. So, und das ist so ein heller Ton. Und das gebe ich mir jetzt in die Wasserlinie. Damit das alles schön aufgehellt ist. So, und als nächstes nehme ich mir hier so einen Pinsel, den habe ich auch bei Rossmann oder DM gekauft. Der ist so abgeschrägt, wie man sieht. Und den benutze ich halt sehr, sehr oft. Ich liebe das. Und dann gehe ich als allererstes in diesen Bronzeton wieder. Gehe da so rein und gebe mir das praktisch direkt unter die Wasserlinie. Damit kann man auch einfach wunderbar die Linie nachgehen. Und dann gehe ich nochmal in diesen Bronzeton hinten, in diesem braunen und ja, blende das praktisch so aus. Ich muss mal im Spiegel gehen, sonst werde ich blind. Ich sehe nichts. Okay. Jetzt nehme ich mir nochmal diesen Pinsel hier und gehe wieder in das hellste. Das bröckelt ja. In das hellste und gebe es mir vorne in den Augenwinkel, damit das auch schön aufgehellt wird. Gehe so ein bisschen runter. So. Und jetzt tusche ich meine Wimpern. Diesmal mit einer anderen Mascara, die Essence All Eyes on Me. Ich weiß, ob die wasserfest ist. Nee, eigentlich nicht. Oh, die ist made in Italy. Cool. Sehe ich jetzt zum ersten Mal.
und tue ich mir meine unteren Wimpern halt so dramatisch, so dass das voll aussieht. Sieht man einfach den Unterschied, oder? Ist einfach nur krass. Wenn ich halt manchmal noch einen dramatischeren Effekt haben möchte, dann lasse ich die jetzt erstmal trocknen und gehe dann gleich nochmal drüber. Ja, so baut der einfach nur Mascara-Schicht auf und das sieht halt noch ein bisschen dramatischer aus. So, als nächstes habe ich das jetzt ein bisschen trocknen lassen und mache noch eine kleine Schicht drauf. Okay. Ja, jetzt fangen wir an mit dem Konturieren. Das geht eigentlich... ich sehe gerade, ich habe den einen im Bad gelassen. Egal. Auf jeden Fall habe ich immer die Bronzing-Palette benutzt von Müller, die aussieht, das sind diese Fake-Nachmachen von Benefit. Die kosten, glaube ich, 7 Euro und die ist mir kaputt gegangen, ist mir im Badezimmer auf den Boden gefallen. Erstmal komplett natürlich am Arsch, mein ganzer Bad komplett dreckig, musste erstmal alles sauber machen. Ja, und dann, weil jetzt alles zu hat und Lockdown ist, hat ja nur DM aufgehabt. Müller hat eigentlich auch auf. Aber ich hatte keinen Bock, zu Müller zu fahren. Weil DM ist bei uns hier direkt in der Stadt und Müller nicht. Müller hätte ich erstmal weiterfahren müssen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann von Essence eine mitgenommen. Die ist jetzt neu. Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer. Und die ist wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht erwartet. Ich brauchte einfach schnell irgendwas und ja, die ist wirklich sehr schön. Und dann gehe ich praktisch immer erst ins Dunkle und dann in das Helle rein. Und ja, gehe einfach da an die Stellen, die konturiert werden müssen. An meine Nase, oben an der Stirn ein bisschen und natürlich die Wangenknochen. Ich gehe auch meistens ein bisschen am Kinn, weil ich echt einen großen Kinn habe. Und konturiere mir das so. Und ich finde einfach, dass sie dafür, dass es von Essence ist, bin ich echt begeistert. Aber ich hole mir natürlich meine geliebte Bronzing-Palette noch, wenn ich es schaffe, wieder zu Müller zu gehen. Dann gehe ich auch immer ein bisschen hier unten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, ich hole mir noch eben eine Bronzing-Palette. So, ich habe meine Bronzing-Palette gefunden. Von Miss Lynn heißt die. Beach Please. Aber die ist die... richtig dunkle Farbe. Aloha All Day. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Creme kaputt. Ich bin so traurig. Ich gehe einfach hier so ein bisschen nicht in die Creme rein. Und gebe mir das ein bisschen auf die Nase. Alter, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Direkt alles dreckig. So. Aber die von Essence ist auch sehr, sehr gut. Die tut auch schon seinen Zweck erfüllen, wenn man nicht so bronzeverrückt ist wie ich. Ich liebe das ja. Wie man sieht, kann ich nicht aufhören. Ich finde, das macht alles aus. Alles. Also wirklich, wenn man keinen Bronzer benutzt. Meine Schwester benutzt nie einen Bronzer. Ich gucke die immer so an. So wie, du benutzt keinen Bronzer? Ich kapiere es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann noch diesen zum Schluss Rival Love Me, glaube ich, heißt das. Keine Ahnung. Herz Me, was weiß ich. Ja. Das soll ein Bronzer sein. Wie ihr seht, das war sogar für mich zu krass. Ich liebe ja Bronzer, aber da habe ich gedacht, what the fuck, ey, das kann doch kein Bronzer sein. Und dann Aurora heißt der. Strahlende Akzente für Gesicht und Dekolleté. Das ist eher für mich ein Highlighter. Dann gehe ich mit meinem Highlighter-Pinsel immer so daher. Und highlighte mir einfach die Stellen, die ich so ein bisschen gehighlightet haben will. Aber Alter, das ist doch kein Bronzer. Guckt euch das mal an. Das ist Gold, Alter. Was für Bronzer. Die haben sich, glaube ich, vertan.
Die wollten eigentlich Highlighter schreiben. Egal, ich habe mir den gekauft und als Highlighter ist er einfach mega. Aber ich sag euch eins, wenn ihr einen Freund habt und den heimlich küssen wollt und danach wieder zu euren Eltern geht oder sowas, ich sag euch eins, man sieht, dass er in euer Gesicht war. Also, wenn mein Mann mir einen Kuss gibt oder mich in den Arm nimmt und ich